Schniedel, aber wenn Sie mal einen Hetero-Schniedel zeigen, dann ist er schlaff und wabbelig. Selbst wenn er gerade von einem hübschen Mädchen runterhüpft. Ja, und wieso? Weil ein schlaffer Schniedel dir keine Angst macht. Ebenso wie ein schwuler Schniedel. Butters, du scheinst von Schniedeln besessen zu sein. Ich bin von Schniedeln besessen? Und was ist mit HBO? Das hilft uns jetzt nicht weiter, Butters. Die Sonys sind vielleicht nicht unser größtes Problem. Was willst du? Die twittern hier, dass es zu Weihnachten eine neue Elmo-Puppe geben soll. Was für eine Elmo-Puppe? Etwa mich? Gerade noch rechtzeitig zum Fest. Der fass mich nicht an, Elmo. Wenn du ihm auf den Rücken drückst, legt er seine Hand auf dein Knie und sagt lustige Dinge. Hat dich schon mal jemand von innen gekitzelt? Ich bin einsam. Bist du auch einsam? Kann ich zusehen, wie du aufs Töpfchen gehst? Willst du den Typ küssen, der Elmos Stimme macht? Pass mich nicht an, Elmo. Elmo hilft den Kindern auch beim Zähneputzen mit seinem Zahnpastaspender. Das Weihnachtsgeschenk, das ihr euch nicht entgehen lassen dürft. Fass mich nicht an, Elmo. In der South Park Mall am Schwarzen Freitag. Morgen, Joe. Marcus? Morgen, Randy. Was ist das für ein Wahnsinn? Was ist denn, Sir? Eine neue Elmo-Puppe. Die bringen eine neue Elmo-Puppe auf den Markt und das pünktlich zum Schwarzen Freitag. Grundgütiger Nein. Ihr habt uns auf dem Gewissen, ihr seelenlosen Monster, ihr habt uns alle umgebracht. Oh Gott, sie fangen schon an, sich anzustellen. Elmo! Nein, die können sich doch nicht jetzt schon versammeln. Das ist verrückt. Lasst mal, ich kümmere mich um diese Dämonen. Wenn Sie wegen des Schwarzen Freitags hier sind, die Warteschlange fängt auf der Seite des Seils an, da drüben. Oh, Sie meinen das Rote da? Das ist der Bereich für die Kunden am Schwarzen Freitag. Dann können die anderen noch normal einkaufen. Okay, danke. Elmo! Gebt mir Elmo! Wir sind hier, weil wir Hilfe brauchen. Seid ihr auf der Seite von denen, die Xboxen wollen? Oder kämpft ihr am Schwarzen Freitag gemeinsam mit uns um die PS4? Fragst du das im Ernst? Du weißt genau, dass die PS4 besser ist. Ich meine, komm schon. Natürlich stehen wir mehr auf die PS4. Die ist schwärzer. Dann macht mit, Leute. Helft uns dabei, unter den ersten 30 Kunden in der Mall zu sein. Wir warten einfach, bis die PS4 billiger wird und wir sie uns leisten können. Nein, das könnt ihr nicht machen. Nein, das machen. Hier geht es um viel mehr als nur um den Schwarzen Freitag. Es gilt, die Fronten zu klären. Wenn ihr jetzt zögert und alle anderen haben sich entschieden, mit der Xbox anzufangen, dann wird das der Standard. Die PS4 endet dann so wie Betamax gegen VHS. Was ist Betamax? Du sagst es. Was ist VHS? Hört mal, wir suchen nach Leuten, die PS4 spielen wollen und bereit sind, für das, an das sie glauben, zu kämpfen. Sorry, ich glaube, das ist...